Hallo und herzlich willkommen, liebe Abonnenten. Ich bin's, euer Robert. Mit mir ist noch der Sali. Hallo Sali. Moinsen. Ja, im Hintergrund seht ihr ein kleines Gameplay von mir. Das war Black Ops 2 Hardcore, Abschluss bestätigt. Und wir hatten uns jetzt überlegt, mal, wie ihr bestimmt alle schon wisst, da kam jetzt dieser Trailer von dem neuen Call of Duty, Adventured Warfare, maybe? Ja, irgendwie so wird das. Warframe? Nee, jetzt bin ich total bescheuert. Warfare. Na gut, ihr wisst schon, was ich meine. Und wir wollten euch dann mal unsere Meinung zu sagen, was wir da für Erwartungen haben, wie wir den Trailer fanden. Und ja, dann würde ich auch mal sagen, wir fangen gleich mal an, ne? Oder? Also wir fangen jetzt, also zum Anfang erschicht der Schauspieler raus, den kennt ihr ja alle. Also man merkt, den haben die Spieleentwickler sehr gut übernommen. Also als wenn der Schauspieler 1:1 steht, also der spielt da sehr gut. Dann fallen noch andere Dinge auf, es ist wieder Zukunftsszenario. Ja, da habe ich auch schon viel gelesen, dass viele das ziemlich abfuckend finden, so muss ich sagen. Also ich finde es okay, aber Call of Duty versucht mit, also viele würden jetzt denken, es ist die Crysis-Schiene. Also ja, oder Titanfall, ne? Für mich ist eher die G.I. Joe-Schiene, weil G.I. Joe, die Filme kennt man jetzt mal, die müssen wir jetzt mal sagen, jetzt können wir die Vergleich nicht machen. Weil, wenn man die Szenen analysiert, wie der zwischen die Augen springt, das konnten die G.I. Joes in dem ersten Teil. Ich habe die Filme beide geguckt. Was auch auffällt, dass die Soldaten keine Emotionen haben. Das heißt, man nimmt es plump hin und in den anderen Call of Duty so, man hat immer Soldaten gespielt, die auch ein Ziel hatten, also die auch die Menschlichkeit hatten. Das sind einfach nur, in meinen Augen sind einfach nur fast Maschinen. Also das sind so Menschen, aber die haben kein Gewissen mehr. Und ich habe mir dann zum Schluss die Frage gestellt, spiele ich eigentlich noch diese Seite, die für die Gute kämpft, oder spiele ich einfach nur, es sind einfach nur zwei Bösen und der eine sagt halt, ja, ich bin lieber wie du, also das fehlt so ein bisschen. Sonst ist halt sehr viel Hightech, sehr viel, vielleicht schon übertrieben, vielleicht ist das zu krass im Film, weil Call of Duty ist ja... Ich meine, das ist jetzt ein 2-Minuten-Trailer gewesen, die haben da verschiedene Szenen zusammengeschmissen, man weiß es ja nicht. Ja, aber es... weiß jeder, es ist... Ich persönlich dachte auch, dass Black Ops 2, ja geil, dann habe ich den Multiplayer gespielt und dachte, ja, was ist das für Scheiß? Wir müssen halt trennen, weil Einzelspieler ist der... Der ist Bombe, ja, der ist immer Bombe, weil das sind halt geskriptet, das ist ein enger Spielschlauch, es ist Hollywood-Film. Von COD war kein Multiplayer schlecht, das ist mal meine Meinung, aber wenn dann die Patches kamen, ist... Momentan kannst du Ghost kannst auch nicht mehr spielen, das geht nicht mehr. Es ist unfassbar. Ich finde, alle Singleplayer waren gut. Aber vom Singleplayer her, da kann man nichts außer sagen. Außer, ne? Was bei Black Ops 2 ein bisschen gestört hat, ist dieses mit diesem ganzen Zukunftsscheiß wie Schokolade und das wird eventuell auch kommen, beziehungsweise ist... Meiner Meinung nach ist das mal was anderes, also man kann es ja... Ja, aber wir dürfen so eine Hardcore-Sprungfähigkeiten, darf man jetzt nicht bei Call of Duty reinnehmen, weil sonst kannst du Crysis spielen und anders spielen. Ja, gut, stimmt. Weil jetzt ist die Frage, jetzt sehen wir im Einzelspieler-Trailer, dass sie springen können von Autos zu Autos. Kann ich das nachher auch für... Ein Multiplayer muss ja können. Das nee, ist das wäre. Nee, müsste man jetzt, würde ich jetzt als Spieler den Entwickler fragen, ob es möglich ist, weil ich habe ja den Trailer gesehen, der springt da von Fahrzeug. Ist das nur so ein geskriptetes in der Kampagne oder kann ich das auch im Spiel? Das werdet ihr ja bei der Gamescom sehen, wie das da läuft. Wir werden das bei der Gamescom werden wir uns dann angucken, werden auch so eine Notiz machen. Wir können, Film ist da verboten, also das ist halt so. Wir werden euch darüber auch berichten. Denken wir auch an den Tag, kommen die Folgen, da kommen wir halt sofort. Da wird dort sofort geschnitten, denn also direkt nach Gamescom. Wir haben für 4 Tage lang Tickets, also wir werden auch darüber berichten. Nicht nur über Call of Duty, aber ich denke mal, wir werden uns auch Call of Duty anstellen. Wenn ich jetzt das Gefühl bekomme und ich kann dieses Auto springen, wenn es Art wie quasi aussieht, dann ist es ja okay. Aber das ist ja, die klauen von verschiedenen, aber es muss sich wie Call of Duty anfühlen. Ich möchte nicht bei der Gamescom sitzen und nachher ein Crysis spielen. Ja, dann kann ich mir Crysis 4 kaufen. Ja, wenn er mit dem übertriebenen Gespringe und rumgestellt also sagen wir so, und Tarnmodus und Panzermodus, da also kann ich wirklich Crysis spielen. Wer G.I. Joe gesehen hat, die konnten auch krasse Ficker, aber da war es okay. Die haben auch ein bisschen Witz, weil du hast auch witzige Charakter gehabt. Ich sag jetzt einfach mal so, ich lass mich überraschen. Würde ich doch mal einfach mal sagen. Also ich werde es mir auf jeden Fall holen. Ich bin ehrlich, mir fehlt aktuell noch der Einzelspielmodus von MW3 und von Ghost. Aber bis jetzt waren die waren immer alle gut. Bloß die Frage ist, es ist ja eine Diskussion, dass viele, früher haben sie alle gemeckert, jo, der Zweite Weltkrieg ist ja durch. Und die ganze Weltkriege ist durchgelutscht und jetzt wollen sie alle wieder den Zweiten Weltkrieg. Ja, weil die wollen sich an das Neue halt nicht anpassen. Weil wir auch zu viel, wir haben einfach zu schnell.
Wir hatten erst die MW3-Serie, die super war. Dann hatten wir mit Black Ops 2 einen Sprung, der schon sehr weit in Zukunft. Ja. Was auch auffällt, wir haben teilweise Boots Geschosse, die nicht mehr mit irgendwelchen echten Geschoss funktionieren, sondern die einfach mit Elektro. Das heißt, wir haben viel Hightech. Man sieht ja natürlich, wie es aussieht, die ganzen Drohnen macht, alles ist nur unbemannt. Du hast eigentlich nicht mehr viel Soldaten, du hast alles, du hast fliegende kleine Raumschiffe, kannst das machen. Und du hast der Schauspieler Kevin Spacey, ja. Der kommt ja wirklich rüber, als wenn er die totale Macht hat. Ja, ich denke mal, das wird ein hohes Tier sein, irgendwie. Aber ihn shoppt keiner mehr. Er alleine. Also normalerweise läuft das so ab. Ja, da werden garantiert welche sein. Wie gesagt, das sind ja nur ganz kurze Ausschnitte gewesen. Ne? Was wir noch nicht, die Story ist so kurz. Warum steht er da so? Ja, da kommt die nächste Zeit noch mehr Trailer, das ist ja klar. An sich macht er Bock auf mehr. Die Grafik wird überzeugt, auch die Effekte, aber. Ja, das ist. Gott weiß momentan nicht, wo soll die hin? Ja, meine Meinung ist auch, da hat drei Leute, die da. Oder Entwickler, die das ist zu viel einfach, weiß ich nicht. Also mein Need for Speed hat ein bisschen das Genick gebrochen. Weil also ich finde das auch so, wir schweifen jetzt zwar ab, aber wenn ich jetzt zu FIFA schwenke, die bringen jedes Jahr FIFA, die sollen noch ein bisschen mehr Zeit lassen, um mal was ordentliches machen zu machen. Also COD hat jetzt drei Entwicklungsstudios, die haben jedes Jahr halt, also die haben halt zwei, drei Jahre Zeit. Dann macht der eine Pause, dann macht der Arbeit. Aber die haben jetzt, also COD hat den Weg gegangen mit mehreren Entwicklungsstudios, um mehr Zeit zu bekommen. Das Problem ist, jeder hat ein anderes Entwickler. Du hast, wenn du jetzt drei verschiedene Teams hast, dann ist das andere Team, hat eigene Stärken. Für mich ist das, der Name ist doch gleich. Wie die Leute auch immer sagen, wir machen was gegen die Cheater und das passiert nichts. Also, das macht keiner der drei Firmen, außer andere Firmen. Titanfall, die haben das großartig richtig angeprangert. Ja, Titanfall zieht in den Zeitschriften und wo dort alles stand, die Hacker werden gebannt. So, Realm Seaborn hat es durchgezogen, Gran Turismo hat die ganzen Spielstände gelöscht. Spiel mal, leg mal MP3 rein, da hast du jeder zweite, glaube ich, Unsichtbarkeit. Aber alle vom schaffen das. Unsichtbarkeitshacker, ey. World of Warcraft ist der Blizzard, knallt die Cheater alle aus. Final Fantasy, Realm Seaborn hat es geschafft. Titanfall hat es geschafft. Die haben noch keine Erfahrung. Weil die sich nicht darum kümmern, glaube ich, anscheinend. Ja, weil. Interessiert die nicht. Das muss den aber interessieren, ja. Alle anderen Firmen machen das, außer bis jetzt. FIFA wehrt sich ein bisschen dagegen. Ach, FIFA und. Wir sollten sie immer mehr Zeit lassen, aber das ist ja. Ich tendiere. Vom Online brauchst du nicht zocken, ne? Pro Club. Ich würde nicht mehr so viel Entwicklerstudios machen, weil für mich ist teilweise nur der Name. Weil du hast irgendwann. Du hast nicht so eine Reihenfolge wie COD. Groß war der 10. Call of Duty, aber das ist alles durcheinander. No. Nächstes Jahr kommt dann wieder eine andere Firma. Und wie gesagt, das ist halt ein bisschen schwierig mit diesen. Irgendwann kommt es halt durcheinander. Wann die Serie überhaupt noch oder Titanfall wird, der zweite Teil wird ja auch für uns kommen. Also was ich jetzt noch sagen wollte, liebe Zuschauer, schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr zu dem neuen Call of Duty sagt, was ihr da für Erwartungen habt oder ob ihr sagt. Ja, und mehr wollten wir dann auch erstmal gar nicht, ne? Wir werden auf jeden Fall dranbleiben, wir werden im Internet reforst, wenn die neuesten Informationen kommen. Und wenn die freigegeben sind, dann reden wir auch drüber, weil wir leben ja nur von, wir sind selber Internet, wir sind auch nicht selber an die Firmen dran. Und dann berichten wir euch über was Neues, ne? Ja, so sehe ich das auch. Dann werden wir uns verabschieden von euch und wir hören uns garantiert in unseren nächsten Videos wieder, Freunde. Ja, haut rein und bleibt fleißig an unsere Videos dran, ne? Und wir hören uns. Und bis dahin, ciao. Tschüssikowski.